Beispiel in den sozialen Medien, dass es heute ja nicht mehr viel braucht, dass das Häferl übergeht, dass man einfach ein bisschen zurücknehmen sollte, dass man einfach runter vom Gras geht. Auch eben auch dann in weiterer Folge, dass wir über Junkies schimpfen, aber halt dann von unseren Blechkisten abhängig machen. Und auch da ein Obe vom Gas angesagt ist und dass wir diese Welt einfach in einem Zustand übergeben sollten, der nächsten Generation, so wie wir es vorgefunden haben oder so wie wir es gewünscht hätten vorzufinden. Ja. Und wenn jeder so ein bisschen vor der eigenen Tür kehrt, dann schaut es ganz anders aus auf der Welt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist ein sprudelnder Allrounder, ein Künstler, Sportler und alle guten Eigenschaften, die damit verbunden sind. Roman Gregory, herzlich willkommen. Welche Vorschusslorbeeren. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Sportler habe ich auch ganz gern gehört jetzt. Ja, war nur eine kurze Zusammenfassung. Lieber Roman, deine Biografie, ganz, ganz großartig. Die Zuschauer, die meisten werden es wahrscheinlich eh kennen. Vom Beruf Reprotechniker, 1990 Quintett Alkbottel gegründet. 1993 mit der CD No Sleep Till Meidling debütiert, 1994 zweites Album, da denke ich mir an mich selber, Blader, Vetter, Lauter und ein bisschen mehr. Mhm. Dann habt ihr gespielt mit Alkbottel bei Deep Purple, Kiss, Bon Jovi und so weiter, Ozzy Osbourne im Vorprogramm, seid getourt durch Österreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Sprecherausbildung, 1998 dann das Ende, Sprecherradiosender Ö3, das ORF, dann 2000 hast du gerappt, bist mit Siegerstraße in die Top 3 gekommen. Falco selber schon, Regie Paulus Manker, der auch schon zu Gast hier war. Habe ich gesehen. Ja. Und. Und Dean Martin im Wiener Reigen und bei Benefizveranstaltungen. Du warst aber auch Amateurboxmeister 1987, 88 Präsident der Wiener Viktoria. Aber dazu kommen wir noch. Wie bist du zum Musiker sein gekommen? Das ist das spannend. Eine Passion als Kind schon. Ja. Habe ich mitgekriegt, dass man die Aufgabe eigentlich auch um 10 Minuten vor Schulbeginn schnell anschreiben kann. Ja. Und dafür habe ich dann den Nachmittagshort gespritzt und habe dann angefangen, aktiv Platten zu hören. Ja. Das heißt, nicht nur hören, sondern auch zu acten und daheim mir Konzerte vor einem fiktiven Publikum vorzustellen. Und das hat sich dann halt irgendwie ausgewachsen. Mir ist nur das Boxen dazwischen gekommen, was mich auch ganz gut vorbereitet hat. Da hat mein Selbstvertrauen dementsprechend gestärkt. Ja. Und habe aber dann dieses langfristige Ziel, Musiker werden, Rockstar werden, dann nie aus den Augen verloren. Also aber nie mit Boxen ein Widerspruch. Naja, schon. Also mein erstes Konzert, mein erster Auftritt war 2 Wochen nach meinem letzten Kampf. Aha. Also so hat sich das quasi nur mal kurz die Hand gegeben. Und die Energie, die ich dann ins Boxen investiert habe, die habe ich dann halt voll in die Musikkarriere investiert und habe daran ernsthaft wirklich, wirklich, wirklich sehr ehrgeizig daran gebastelt, Texte geschrieben, Singer gelernt, das waren auch Gesangsstunden genommen und so weiter und so fort. Und habe diesem Erfolg alles unterstellt. Ja. Du bist ja einer, der wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Ehrgeiz hat. Und beim Boxen Wiener Meister, das ist ja was. Wie bist du denn überhaupt zum Boxsport gekommen? Mein Vater war Boxer. Und am Tag, wo ich geboren wurde, ist er gerade im Ring gestanden. Aha. Also er ist am nächsten Tag gekommen mit einem blauen Auge und einer dicken Nase. Und aufgrund einer relativ komplizierten Geburt habe ich genauso ausgeschaut. Ich war so blauen Schädeldecken gehabt und so. Und dann war das quasi ganz klar, ich bin der Bub von Quadern. Ja. Und bin als kleiner Bursch um und um gerannt, im Athletikcenter damals noch, hat mein Vater trainiert am Mittersteig. Mhm. Und bin als
vier-, fünfjähriger schon irgendwie im Boxclub umeinander gerannt, davor da trainiert und ich habe halt dort alles Mögliche gemacht, nur versucht auch immer wieder den Hallenwart auf die Palme zu bringen, indem ich dann mit dem Plastikball ein Stück von der Decke geschossen habe. Und das war dann natürlich an der Kippe, was wieder Fußballer oder Boxer. Zuerst war ich Fußballer bei der Wiener Viktoria. Und dann, wie ich gemerkt habe, dass es Mannschaftssport vielleicht doch nicht so meins ist, bin ich dann zum Boxen gewechselt und da hat es auch ganz gut funktioniert. Aber Boxen, es gibt ja viel bessere Experten als ich, das bin, die mir sagen, Boxen ist ein sehr anspruchsvoller Sport. Ja, es ist ein kompletter Sport. Also man bewegt jede Muskelfaser im Körper und du kommst auf Muskeln drauf, was du vorher nicht gewusst hast, dass du welche hast. Ja. Und das Training ist ein sehr komplettes und ein professionelle Umstände auch gehabt und Voraussetzungen. Das heißt, ich habe jeden Tag trainiert, teilweise jeden Tag zweimal trainiert. Und da war das halt eine gewisse Grundvoraussetzung, ein Talent war schon da. Aber da ist da natürlich der Ehrgeiz, ist wie in jeder Sportart, muss man Ehrgeiz vor Talent stellen. Waren dann auch dann irgendwann einmal Erfolge sichtbar und das habe ich dann nur mir anheften können. Ja. Und nicht jetzt, weil da hinten der Tormann drei unhaltbare Aussetzer hat oder der Stürmer dann drei Tore gemacht hat und ich kann eigentlich gar nichts dafür, dann mitgeschwommen bin. Nein, also dafür, für diese Siege war dann nur ich verantwortlich und das, wie gesagt, hat mein Selbstvertrauen auch dementsprechend gestärkt, wo ich mich dann so bühnenfit gemacht habe. Ja. So, Arena ist ja auch Bühne. Bevor wir zur Bühne kommen, wie steht es um den Boxsport in Österreich? Ja, es ist eine, es war auch schon zu meiner Zeit eine recht, wie soll man sagen, ich bin in einem Alter aufgewachsen und wie ein Kind war der Boxsport, hat er natürlich einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Ja, als man viel mehr Boxer da, eine Wiener Meisterschaft hat gedauert, über zwei Tage. Wie ich dann boxt habe, war das schon sehr reduziert, da war nicht einmal mehr jede Gewichtsklasse besetzt. Okay. Und mittlerweile hat sich das natürlich noch mehr reduziert. Aber es gibt nach wie vor sehr professionelle, agierende Boxvereine, die dann auch internationale Erfolge feiern. Ich verweise dann an meinen Ex-Boxclub Boxing und Favoriten, die sehr viele sehr gute und international erfolgreiche Boxer ausbringen. Also es gibt da schon sehr Achtungserfolge. Aber prinzipiell ist der Boxsport auch aufgrund der fehlenden medialen Präsenz. Früher hat es gegeben, um 5 in der Früh war keine Frage, bist aufgestanden, wenn der Muhammad Ali boxt hat. Ali gegen Joe Frazier, kann ich mich erinnern. Also, mitten in der Nacht. Genau, und da ist aufgestanden worden. Heutzutage ist das alles Pay-Per-View und du musst extra zahlen für den Boxkampf. Nein, ich bin nicht nur aufgestanden, ich bin damals, ich kann mich erinnern, wir haben eine Zimmerantenne am Fernsehapparat oben gehabt, und das Bild war so schlecht, aber wenn man es gehalten hat, die Antenne, war das Bild in Ordnung. Das heißt, ich bin den halben Boxkampf, dreiviertel Boxkampf dann verstanden. Und der Papa hat schon halt ruhig. Ja, genau. So ungefähr war das. Ja, klar, damals gab es ziemlich genau. Diese Volksempfänger. Der Bub ist gestanden. In Form eines Kleiderhakens. Bei uns auch natürlich am Fernseher gestanden. Naja, aber damit bin ich aufgewachsen. Also das war natürlich eine ganz andere Zeit. Der Boxsport war viel präsenter und der ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so präsent und es ist mittlerweile eine Randsportart geworden. Ich verfolge das auch jetzt gar nicht mehr so aktiv, wie es mal war. Ja. Und weiß, es gibt ihn noch und ich weiß, ich habe noch Kontakte zu meinem Ex-Box-Club und merke, dass da schon noch gute Leute hervorkommen. Mittlerweile sind es fast ausschließlich Migranten, die boxen. Ja, ist eigentlich im Prinzip in fast jeder Spurtart schon so, dass halt unsere Kinder, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen, wie soll man sagen, wohlstandsverseucht werden. Ja. Die versauen, die lässt man lieber vor der Playstation versauern. Also dass man es also mehr Breitensport, Sport, ne? Betrügt das aber auch. Also das, ich möchte es ja überhaupt nicht werten, im Gegenteil. Das hat sich ein bisschen verlagert. Ich mache diese Sendung als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender und da haben wir für 2024 haben wir zwei große Schwerpunkte, Kultur und Sport. Ich will nämlich zeigen, dass das kein Widerspruch ist. Im Gegenteil, es ist auch für viele Migranten
und Menschen, die halt aus anderen Ländern daherkommen, für die ist das ja oft eine fast die einzige Option oder eine Option, die wirklich erfolgversprechend ist. Die sind sprachlich natürlich jetzt in einer gewissen Weise nicht auf dem Niveau, wie jetzt da hiesige sind, viele, weil wenn man sich FPÖ-Politiker anschaut, die kennen auch kein Deutsch. Ja. Naja. Aber da ist es, und es war auch immer, Sport war auch immer eine Option der sozial eher schwächeren oder zumindest weniger Generationen von Buben, die auf der Donauinsel Überschwemmungsgebiet, wie es damals geheißen hat, Fußball gespielt die, haben. Die hängen in den Käfig, die spielen im Park. Und wenn man sich heute in die Bar Parks umschaut, sind das fast ausschließlich Migrantenkinder, die aber sich da bewegen. Aber da müssen wir mit beim Schulsport mehr tun. Da muss man prinzipiell einmal, und das gehört gefördert. Das ist natürlich eine gewisse Sache, wo man sagt, auch genauso diese Buben gehören gefördert. Ja. Das war immer mein Augenmerk, wie ich damals noch Fußballpräsident war, genau diese Kinder aus den Käfigen in die Vereine. In die Vereine zu integrieren. Ja, absolut. Und Verein ist dann nichts anderes wie ein demokratischer Kleinstaat, wo jeder so sein Schärflein beiträgt und zu einem Erfolg führen kann. Und jeder muss sich als Teil davon sehen und jeder muss wissen, auch auf mich kommt es an. Absolut. Der junge Roman sagt dann irgendwann einmal, wir lassen die Boxerei hinter sich, ich werde Künstler. Und die Leidenschaft wird ausgelebt. Und dann haben wir gesehen, 1990, ganz, ganz jung, du bist, glaube ich, da noch... Du bist dann noch, glaube ich, sozusagen 19. Du hast mit dem Quintett Alkbotl. Ja. Ja? Dann 93 gleich die CD. Wie bist du wie seid ihr zu dem Namen gekommen, beziehungsweise wie bist du zu deinen Kollegen gekommen? Also zum Namen, das hat sich das auch irgendwie ein bisschen manifestiert. Ich bin sagen wir, wenn man in einem Fußballverein aufwächst, dann ist man natürlich mit viel Alkohol umgeben. Ja. Auch meine Mutter war Zeit ihres Lebens sehr dem Alkohol nicht abgeneigt, sagen wir mal so. Es hat alles irgendwo, hat sich dann manifestiert in Texten. Ich habe das dann in meiner Pubertät dann so aufgearbeitet und habe hab das verarbeitet in den Texten, habe das natürlich immer satirisch dargestellt. Ja. Von außen war das natürlich immer plakativ, ja, die singen über Saufen, darum taugt man das. Aber das war natürlich auch immer ein Augenzwinkern dabei eine gewisse Zynik dabei. Und dementsprechend habe ich mich auskennt. Ja? Ich bin mit Alkohol umgeben, aufgewachsen. Jeder hat bei uns Bier daheim getrunken und mein Vater der Firma gehabt und hat dann auch immer wieder so Resozialisierungsprojekte aufgenommen. Also Leute, die halt von früher kennt hat, die halt komplett versoffen waren, die hat er halt tageweise arbeiten lassen bei sich. Also ich war immer umgeben von diesem Dunstkreis. Ja. Und so gesehen habe ich das verarbeitet da drinnen und dann war Alkbotl, der Name war schon so deppert, dass man gesagt hat, der fällt auf, wenn man den lässt. Ja. Ja. Und Recht habe ich behalten. Und somit habe ich angefangen schon in der Schulzeit Texte zu schreiben. Und so mit 13, 14 begonnen, diesen Namen Alkbotl irgendwie zu entwickeln. Und das ist ausgegangen von Smoke on the Water. Das Smoke war das on einzige, the Water, ja. Das war das Einzige, was ich auf der Gitarre kennen habe. Und das ist jetzt Alk in the Bottle geworden. Ja. Daraus hat sich dann der Name Alkbotl entwickelt und das haben wir dann beibehalten, weil der hat natürlich eine gewisse Signifikanz. Ja, und dann haben wir Musiker gesucht, dann habe ich mal Kollegen halt irgendwo zusammengefangen, jeder hat einen Bekannten gehabt, der irgendwo, also der Schlagzeuger hat zum Beispiel nur Schlagzeug gehabt, hat nicht Schlagzeug spielen können, und zwar wurscht, hat er Schlagzeug gehabt. Ja. Und so haben wir alle gemeinsam angefangen. Alle auf einem Niveau, da war jetzt kein wirklich gestandener Musiker dabei, sondern wir haben alle begonnen damit und unsere ersten Schritte zu machen und
Ja, dann mache ich. Das heißt, große Begeisterung war. Und Ehrgeiz. Und Ehrgeiz. Und Ehrgeiz. Ja. Und 3 Jahre später ist dann das erste Album erschienen. Ja. Und das hat dann gleich mal von Stand 10.000 Stück verkauft. Naja. Die haben wir alle selber in die Plattengeschäfte getragen. Wir sind selber gegangen zum Virgin Megastore, den es damals noch gegeben hat, oder zum Mackie oder sonst wo, die ganzen Plattengeschäfte, und haben das selber bestückt. Und haben das halt auf Kommission dort hingelegt und eine Woche später, da gibt es keine CDs mehr, wie macht es das? Und dann ist das entwickelt, dann kam auch die erste Plattenfirma daher, das zweite Album war dann, ist dann... Ja, astronomisch in die Höhe gegangen. Warst du im Ausland auch unterwegs, Gold, ne? Also Gold verkauft, Platz 30, also 25.000 Stück. Ja. Waren mit der Plada Vetter Lauder waren wir dann auf Platz 4 in den Albumcharts und von Wolfgang Ambros. Das war mein großes Idol damals. Aber waren es auch nur für eine Woche, war überholt. Also wie gesagt, das war dann ein ziemlicher kometenhafter Aufstieg. Ja, und dann sind wir heute mal umgefahren. Dann haben wir das ganze Land besucht und natürlich ein bisschen Deutschland, dann in Italien waren wir und so weiter und haben unser Tätigkeitsfeld ein bisschen ausgeweitet. Und in deiner Musik hast du immer ein bisschen eine Wiener Note drinnen? Nicht nur ein bisschen, sondern das du magst auch Dean Martin zum Beispiel, ne? Das war auch Wien Martin, hat das geheißen. Wien Martin, genau. Und zwar, das war ein Kabarettprogramm eigentlich, das war, und alle Titel habe ich auch ins Wienerische übersetzt. Ja. Und Dez Amore heißt, es gibt Zores, also auch nicht unbedingt jetzt so texttreu, wie es einmal gemeint war. Und es war zum Lachen, es war lustig und bin auch eben mit Dean Martin aufgewachsen, mein Großvater, mein Vater waren alle große Dean Martin-Fans. Nein, Dean Martin, das und war spannend. Dann habe ich halt eine Zeit lang, nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich das auch so verarbeitet dann und habe dann Wien Martin erfunden. Ja. Und mit dem war ich 13 Jahre unterwegs und es hat großen Spaß gemacht. Ja. Und das gelingt dir, durch deine Art sozusagen Menschen zu begeistern. Ich habe das schon ein paar mehr erleben dürfen. Ja. Es muss authentisch sein, es muss aus dir kommen. Und es muss, wie gesagt, der Typ, der auf der Bühne steht, den muss man annehmen, dass der auch Spaß und dabei du hat. Du brauchst ein Funkmikro, dass du unter die Leute gehst. Es geht auch mit Kabelmikro. Ja. Also geht auch ohne Mikro, ist auch wurscht. Ja. Ich war immer schon so ein bisschen ein führender Klassenkasper, weil ich weiß, wie ich Leute unterhalte. Und es gibt nichts Schöneres, als Leute zu unterhalten. Ja. Also mit Leid zu lachen und da ein bisschen der Redelsführer dabei zu sein, ist mein. Und Ö3, ORF, wie bist du da dazu gekommen? Naja, wir haben damals mit Altbottel aufgehört und ich habe die Sprecherausbildung gemacht und Radio hat mich immer schon interessiert. Mhm. Und vorher war ich noch bei der Antenne Wien, die war da in diesem Galaxy Tower, darum sieht man von da nicht. Ja. Und da habe ich so Comedies produziert und das war sehr erfolgreich eigentlich. Ja. Und da ist dann der Ö3 dahergekommen und hat mich quasi abgeworben. Also es war eine eher ein bisschen ein Ritterschlag. Und wo ich mir gedacht habe, mir ist wurscht, wer mich zahlt, schaust du das einmal an. Und war dann ein freier Mitarbeiter, also war dort nie angestellt und habe quasi täglich diese Themen bekommen, die kein anderer wollte. Also ich habe mir danach geweigert zu einer Ö3-Weckersitzung um nachtschlafender Zeit in der Früh. Du weißt, ich bin ein Nachtmensch. Also ich habe es einfach nicht auferstanden. Und habe gesagt, wisst ihr was, schickt mir dann das Thema, was keiner will und ich mache dann daraus eine Comedy. Und das habe ich dann ein Jahr lang durchgehalten. Und nachdem der Ö3-Chef damals bei der Weihnachtsfeier hat er immer die 4 lustigsten Comedy-Beiträge Acora Publico vorgespielt und alle 4 waren von mir. Er hat das aber nicht gewusst, weil er hat das nur aus dem System ausgefüttert. Ja. Und alle 4 waren von mir. Von da an habe ich keinen Job mehr gekriegt. Das sind auch spannende Zäsuren. Ja, ich und auch viele über die Ö3 aus. Aber auch eine spannende Persönlichkeit. Dann lese ich in deiner Biografie Falco Cybershow, Regie Paulus Manka. War sicher spannend. Das war sehr spannend. Das war so mein erstes Musical. Ja. Weil das nie wirklich als Musical gemeint war. Ja. Aber es war eine Riesenproduktion im Ronacher, ein Jahr lang. Und wenn man Paulus Manka kennt, war das natürlich... Der war schon mal da. Ist das nicht ein 0815 Musical, sondern da ist wirklich mit Blut gespritzt worden. Ja. Also das war so eine Mischung aus Marilyn Manson und Tradi Wabal und alles war da irgendwie mit eine verpackt.
ja. mit auch großen Stars ja. dabei. Hansi Lang hat mitgespielt und dort habe ich auch den Georgi Makatsaria, Sänger von späteren Sänger von Ruskaya kennengelernt. Ja. Daraus ist auch eine ja. bisher lebenslange Freundschaft entstanden. Und ja, es war das war eine Riesenproduktion und hat riesen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und ein Jahr mit Paulus Manka ja. zusammenzuarbeiten. Und war eine Lehre. Ja, also es war eine und sehr, wie soll man sagen, sehr befruchtend das Ganze. Ja. Und hat auch großen Respekt gehabt von uns Darstellern. Ja. Ja. Und das war immer ein Begegnen auf Augenhöhe und auch was man ihm oder was viele ihm nachsagen, das kann ich so nicht bestätigen. Ja, ja, ich ja. war da immer ein sehr fairer und sehr, sehr. Nein, ein großer Theaterfreak, ja. Und ein wirklicher Experte. Ja, er lebt es und er ist eben auch authentisch. Wenn er Alma spielt, wenn er den Oskar Kokoschka spielt, dann ist der Mucksmäuschen still. Der ist fähig, eine Spannung zusammenzubringen. Ja. Das ist kaum wer. Ein Riesenschauspieler und auch ein toller Charakter. Ja. Dann gibt es eine Verbindung in deiner Biografie zwischen Roman und Mozart. Roman und Mozart. Mozart-Projekt 2012. Was spielst du an? Ja, Fotos habe ich da gemacht. Fotos also, hast du ja, gemacht? Ja. Mit dem Stefan Dokopil genau, gemeinsam. Ja, okay. Das war so seine Idee. Ja. Das waren interessante Fotos. Er wollte halt so ein bisschen diesen Rock'n'Roller in Mozart ein bisschen darstellen. Ja. Und die waren heiß diskutiert. Und diese Fotos kann man sich jetzt noch im Internet anschauen. Ja. Also Gregory und Mozart, wenn man eingibt, sieht man gleich das Bekannteste, wo ich mit einem nackerten Arsch auf der Pudel hock Mozart-Kugeln Scheiß, Entschuldigung, den Ausdruck, aber anders gefällt es mir jetzt nicht ein. Ja. Und neben mir steht dieser Konfessierte, der natürlich alles so einpackt. Ja. Das ist ein sehr bekanntes Foto und war sehr, wie soll man sagen, hat ziemlich für heiße Diskussionen gesorgt. Das und kann ich mir vorstellen. Wie es heißt, Nestbeschmutzer und was alles. Und ja. Aber mir ist es auch immer wichtig. Wer weiß, wie der Mozart zu seiner Zeit war, ne? Ja, ich glaube schon, dass das ein Rock'n'Roller war. Schon ordentlich am Falco hat das, glaube ich, irgendwann mal, ne? Falco hat das ja auch soweit irgendwie auch in den Raum gestellt, dass das auch so hätte sein können. Und ich glaube schon, dass der Spaß gehabt hat beim Leben. Ja. Roman, du hast jetzt ganz akut und aktuell 2023, es gibt ein neues Album, die Weltscheiben, Roman Gregory. Was erwartet uns da? Roman Gregory Solo, es ist ein Weltscheiben, wollte immer schon ein Weltscheiben auf die Welt bringen, es ist Wiener Dialekt nach wie vor, es ist Rock nach wie vor, nur die Themen haben sich natürlich ein bisschen ausgeweitet, ich bin älter geworden, ich bin jetzt 52 und alle Reime über Bier und Wein schon mal gemacht in meinem Leben, das heißt, das kann ich abhaken und da sind halt Themen drauf, die mich jetzt so interessieren. Es gibt einen Titel, der erste, das heißt Owe vom Gas, war auch die letzte Single. Ja, weiter geht's. Das ist alles sehr sozialkritisch. Ja. Ja. Da geht es eben darum, dass wir zum Beispiel in den sozialen Medien, dass es heute ja nicht mehr viel braucht, dass es Heferl übergeht, dass man einfach ein bisschen zurücknehmen sollte, dass man einfach Owe vom Gas geht. Auch dann. In weiterer Folge, dass wir über Junkies schimpfen, aber halt dann von unseren Blechkisten abhängig machen. Ja. Und auch da ein Owe vom Gas angesagt ist und dass wir diese Welt einfach in einem Zustand übergeben sollten, der nächsten Generation, so wie wir es vorgefunden haben oder so wie wir es gewünscht hätten vorzufinden. Ja. Und wenn jeder so ein bisschen vor seinem eigenen Tier kehrt, dann schaut es ganz anders aus auf der Welt. Roman, jetzt hast du eine Weltscheibe herausgebracht. Es gibt im Fußball einen Weltmeister, Ernst Happel. Du warst jetzt viele Jahre Fußballbegeisterter Präsident, Wiener Viktoris, glaube ich, vorbei. Aber wie bist du zum Fußball gekommen oder wie bist du zu dieser Vereinsfunktion gekommen? Ja, indem ich bei der Wiener Viktoria gespielt habe. Also wir sind 1979 sind wir vom 18. Bezirk in den 12. Bezirk. Ja. zurückgezogen, weil mein Großvater und mein Urgroßvater und alle sind dort aufgewachsen in Meidling.
Und das, ja, und dann war ich halt, hat es geheißen, der Bub wird immer blader, jetzt lassen wir nochmal einen Spurt machen. Und habe ich mich da bei der Wiener Viktoria einschreiben lassen. Und habe dort bis zu meinem 14. Lebensjahr gespielt. Meine Eltern haben die Kantine übernommen, eine Zeit lang. Und da ist natürlich, sind meine Wurzeln dort. Und die habe ich dann auch so weiter nie verlassen. Dazwischen bin ich halt ein Rapid-Fan geworden. Ja, aber das ist ja kein Widerspruch. Das ist dementsprechend kein Widerspruch. Ja. Und wie gesagt, Meidling ist ja genau zwischen Favoriten und Grenzen. Also ich hätte auf die Seite und auf die Seite fahren können. Ja. Das hat mich dann Gott sei Dank auf die richtige Seite verschlagen, wenn ich das so sagen darf. Nein, wir haben ja Religionsfreiheit in Österreich. Und so war diese Sport- und Fußballbegeisterung dann von Haus aus da und die hat mich dann auch nie verlassen. Und dann irgendwann haben sie dich gefragt, ob du den Präsidenten magst. So ist es. Also es gab dann viele, viele Jahre dazwischen, wo ich gar keinen Kontakt gehabt habe mehr, zur Wiener Viktoria. Und dann hat mich dann mein Ex-Kollege, mit dem ich einige Jahre in einer Jugendmannschaft verbracht habe, der mittlerweile da schon zu meinem Funktionär aufgestiegen ist, dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ob ich nicht das Präsidentenamt übernehmen möchte, weil mein Verein hat es da auch nicht so gut ausgeschaut. Das war halt eigentlich kurz vor der Liquidation durch eklatante Misswirtschaften, die da lange Jahre passiert sind. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das. Und dann machen wir aber diesen Verein mit Mehrwert, mit einem Engagement, mit einem sozialen Engagement. Weil weil es auch dann viele, viele, viele Menschen dort gegeben hat, die halt so typische, so machen wir es seit 100 Jahren, so machen wir es 100 Jahre so weiter, auch bekennende Rassisten sich dort irgendwie bewegt haben und die haben wir dann alle rausgehauen und haben gleich mal zum Anfang haben wir türkisches Bier und Kebab in der Kantine verkauft, gleich einmal ein Statement zu setzen und um auch zu zeigen, dass jedes Vereinsmitglied, egal welcher Religion, egal welcher Herkunft, egal welcher Hautfarbe hier willkommen ist. Wir sind ein Verein, wir stehen nur für die Formen, die halt der Verein hat. Und in weiterer Folge dann für den österreichischen Fußball und wir geben jedem die gleiche Chance. Du hast tolle Nachwuchsarbeit gemacht, ne? Tolle Nachwuchsarbeit und dementsprechend war mein Steckenpferd natürlich unser soziales Engagement. Wir haben Obdachlose in unseren Garderoben übernachten lassen. Wir haben in besonders kalten Nächten, wenn diese Asylheime schon voll waren und wo wir dann welche aufgenommen haben bei uns, haben verschiedenste soziale Betätigungsfelder gesucht und auch gefunden, um einfach da auch zu zeigen, zu symbolisieren, es macht ja jeder Wiener Verein hat einen Migrationsanteil von über 80%. Jeder ist ja da, egal ob das SV Donau ist oder sonst was, jeder macht, die machen alle tolle Arbeit. Und wir haben versucht, das ein bisschen rauszukehren und das in die Öffentlichkeit zu stellen. Und das war sehr erfolgreich. Ja. Du bist ja auch bei allen deinen unterschiedlichen Aktivitäten ein sehr, sehr politischer Kopf. Also du hast jetzt Migration angesprochen, großes Thema. Was sind deiner Meinung nach die ganz starken zentralen Themen in der Politik? Und worum muss man sich ganz besonders kümmern? Ja, es ist natürlich, warum muss man sich ganz besonders kümmern, das ist, wie viel Zeit haben wir? Ja, naja, ich weiß jetzt die Frage. Ja. Auf ein paar natürlich Punkte. Das ist alles natürlich miteinander verschränkt. Natürlich. Es ist schwierig, da eines auszupicken. Ja. Ja. Natürlich muss man für sozialen Frieden sorgen. Natürlich muss man den Migranten, die kommen und wir brauchen Zuzug, ohne den sterben wir aus. Keine Frage, können wir unser soziales System einfach nicht mehr weiterhalten. Wir müssen denen faire Chancen bieten. Ja. Wir müssen schauen, und es reicht nicht zu sagen, ja, jetzt integriert sich einmal und die Hände zu verschränken, sondern das muss man aktiv angehen. Man Schule, muss Gesundheit. Rein symbolisch die Hand geben und sagen, schau, willkommen da. Wir haben das da und da und da, so und so und so. Bist du einverstanden damit? Passt, gehen wir zusammenarbeiten. Ja? Und was mir auch ganz besonders wichtig ist, ist dann auch eine, was mir eigentlich bei allen Parteien viel zu kurz kommt,
ist das Umweltthema, ist Klimaschutz, und das gehört, dem gehört einfach viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und da entstehen ja mittlerweile Gräben, die astronomisch sind. Eine gewisse Generation sagt, wir wollen uns das Autofahren verbieten. Und die nächste Generation sagen, alle Autofahrer sind Nazis. Ja, also ja, da gibt es Gräben, die werden immer tiefer. Ja. Und das ist beides ein Blödsinn. Ja. Ja, man muss quasi wissen, wir können nicht so weitermachen. Wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen dem Rechnung tragen, dass es, wir haben jetzt da ein Rekordjahr an Temperaturen, und so wie es ausschaut, steigt es immer mehr. Ja. Es gibt eine Katastrophenmeldung nach der anderen, und die Leute lernen sich zurück und sagen, es hat immer schon Klimawandel gegeben. Ja, aber da hat es noch keine Menschen gegeben. Also man muss das einfach irgendwo dann in Relation stellen und sagen, Leute, wir können nicht so weitermachen. Ja. Und die sich halt dann quasi dagegen stellen, du merkst ganz genau, die haben also eine, die kommen aus einer Generation, denen ist dann eh schon wurscht. Die sagen, bei mir wird nichts mehr passieren. Nee, für mich, ich habe eine 16-jährige Tochter. Ja. Und die hat andere Ängste. Die wird in 20 Jahren, wenn es so weitergeht, drei Monate im Jahr nicht mehr auf die Straßen gehen können, weil es 50 Grad da draußen hat. Und wird sie um Trinkwasser und um Nahrungsmittel den Schädel einhauen mit anderen. Ja? Und das wissen wir jetzt, das wissen wir schon seit den 70er Jahren, nur hat das keiner ernst genommen. Ja. Die ganzen Wissenschaftler sind ja heute noch irgendwo, müssen die sich Kritik gefallen lassen, weil die werden ja alle zahlt oder sonst irgendwas. Lauter so Blödsinn kommt dann daher. Und diese Populisten, die da aufpoppen. Sind aber auch immer aus einer bestimmten politischen Seite, ne? Es ist, man merkt es ja so, das ist ja seit der Corona-Zeit ja sehr augenscheinlich, dass diese Themen zwar wechseln, aber die Leute, die da irgendwelche Verschwörungstheorien von sich hertragen, ja immer die gleichen bleiben. Die sagen, ja, das Corona, das haben sie nur erfunden, und dann kommt der Klimawandel, das haben sie alles ausgemacht, damit sie uns unter Kontrolle haben. Dann gibt es ja wahnsinnig viele Ukraine-Krieg, und jetzt auch ganz aktuell der Nahostkonflikt. Es gibt so viele Experten mittlerweile, die alle das YouTube-Studium und den Google-Doktor gemacht haben. Schwierig, und das sind halt einfache Antworten. Und das ist wie wenn einer sagt, der Populist haut am Tisch und sagt, Kühe können fliegen. Gibt keine Einzelhand, Und du musst aber an Minuten reden und einem erklären, warum Kühe nicht fliegen können. Ja, aber Schlagzeilen heißt, Kühe können fliegen. Schlagzeilen lesen. Aber das ist zwischen zwei U-Bahn-Stationen sagen, Kühe können fliegen. Das ist der Populist. Ja. So funktioniert Populismus. Ja. Und denen darf man es einfach nicht so leicht machen. Da muss man einfach dagegen argumentieren und wirklich Argumente anführen, die auch einfach sind, aber in einer gewissen Weise auch für die Menschen da draußen einfach zu verstehen sind. Du bist ja ein beinharter Diskutant, wenn es darum geht, sozusagen dich auch gegen rechts abzugrenzen, ganz weit rechts. Ne? Nicht nur ganz weit, sondern prinzipiell rechts ist für mich der falsche Weg. Ja. Wir leben alle auf demselben Planeten. Es ist wurscht, das verschiebt sich nur. Und die Trotteln sind überall gleichmäßig verteilt. Das ist so, als wenn wo 10 Leute zusammenstehen, hast du 3 Vollidioten dabei. Gut. Kommt auch in einem Text da drinnen vor, das ist die Nummer heißt Leute sind deppert. Ja. Und egal woher die kommen, sie tarnen sich gerne als Christen, als Juden, als Moslems, als sogar unter die Buddhisten gibt es Vollidioten, es ist überall gleich. Ja. Und dementsprechend muss man sich dann auch irgendwie von diesen Leuten abgrenzen, die versuchen zu separieren. Und die versuchen, unsere Rasse ist dann schon weiterentwickelt oder vertrottelt. Ja, braucht man nicht anders reden darüber. Wir sind als Menschheit auf diesem Planet so weit verteilt. Und da müssen wir zusammenhalten. Für mich ist immer zusammenhalten wichtig, dass man was weiterkriegt. Leute haben nur, der Mensch hat sich nur weiterentwickelt, indem er zusammengehalten hat. Indem der eine die Idee gehabt hat und der andere gesagt hat, leibe die Idee, warte, ich habe eine. Ja. Und, aber ein mittlerweile ist jede Idee der Feind der eigenen. Jeder versucht halt so diese, man merkt es auch politisch, wo sich dann die Linken untereinander zerstreiten und dann, wo du sagst, Leute, lasst uns das große Ganze im Kopf behalten und versuchen,
uns als Menschheit irgendwo weiterzuentwickeln, ja? Und da nicht irgendwo, ja, für mich ist Recht einfach ganz falsch. Egal, Roman, das war fast ein wirklich ein tolles Schlusswort. Ich glaube, du kannst über Kunst, und auch wenn du im Sport dich engagierst, aber auch über deine Kunst, auch viel bewegen. Viel an Einstellung, viel an Kultur mitgeben, die notwendig ist sozusagen, dass man so denkt. Ja? Es hilft eben nicht reden, sondern leben. Leben und geht's, ja. Vorbild sein. Also ich bin, wie gesagt, ich sage immer so, im Herzen sehr grün, ja? Ja. Und oder im Herzen rot und im Kopf grün, ja, oder wie auch immer man das dran will. Ja. Ja? Eine rot-grüne Tangente. Und bin am liebsten dann halt irgendwo, am liebsten bin ich auf meinem Gemüsefeld, ich tue selber Gemüse züchten. Ja, wirklich? Ja. Und bin da quasi dann auch eins mit der Welt, ja, und habe diese Vorgänge natürlich, kann das alles in einer gewissen Distanz betrachten. Nicht jeder ist dazu, natürlich hat nicht die Möglichkeit. Ja. Wenn du jetzt den ganzen Tag hinter der Kasse stehst im Supermarkt, hast du keine Zeit. Ja, ja. Aber auch da musst du schauen, dass die Räume da sind, auch für Kunst, für Kultur, für Sport. Das muss unsere Aufgabe sein. Ne? Ja, genau. Also wenn die Politik sollte ja quasi die Schienen legen und Leute können den Raum herstellen. Wo sind deine nächsten Projekte, sofern du darüber reden was kannst? Was sind meine nächsten Projekte? Das ist eine gute Frage. Also ich gehe jetzt im April auf Tour mit dem Album auch wieder. Und dann nächstes Jahr steht auch wieder der Band-Fußball-Cup an. Mhm. Das ist, wie der Name schon sagt, Band-Fußball-Cup. Ja. Bands spielen gegeneinander Fußball. Ja. Für den guten Zweck, für die Wiener Frauenhäuser organisieren wir das jedes Großartig, Jahr. Mit meiner Frau. Ja. Und da gibt es eigentlich kaum irgendwie Zeit dazwischen, irgendwie irgendwo abzubiegen. Und wenn man den Roman Gregory noch hier und da mal irgendwo engagieren will, gibt es noch das eine oder andere Zeitfensterl? Ja, da findet man schon was. Ich bin im Prinzip in dem Land und habe dann auch immer wieder Freude, auch neue Projekte anzugreifen. Ja. Ich habe jetzt nichts, wo ich sage, einfach das ist ein langfristiger Plan, als Künstler musst du da immer wieder offen bleiben. Ich danke dir recht schön. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Kein Wasser.